Es ist kurz nach Mitternacht. Das italienische Marineschiff Virginio Fasan befindet sich auf einem Rettungseinsatz. Die Nave Fasan si sta approcciando al mercantile Leonard Tide per recupero e trasporto naufragi. Sie wird mehr als 700 Menschen an Bord nehmen, die aus Seenot gerettet wurden. Sie haben die gefährliche Überfahrt von Nordafrika bis an die italienische Küste gewagt. Die menschliche Fracht kommt aus Syrien, Somalia und anderen Ländern südlich der Sahara. Es sind Flüchtlinge, Asylsuchende und Migranten. Zuerst wurden die Frauen und Kinder an Bord gebracht. Einige sind erst ein paar Monate alt. Alle werden registriert, bekommen zu essen und zu trinken, eine Unterkunft und medizinische Hilfe. In weniger als einem Jahr wurden mehr als 130.000 Menschen, die diese Überfahrt gewagt haben, von der italienischen Marine gerettet. Sie zählen zu den Glücklichen. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2014 sind nach offiziellen Angaben mehr als 2.500 Menschen bei dem Versuch ertrunken, Land zu erreichen. Doch niemand weiß, wie viele wirklich voller Hoffnung aufgebrochen sind, nur um auf See ihr Leben zu lassen. Stand by the Nave Fasan. Bei Tagesanbruch spricht der Kapitän der Virginio Fasan, Kommandante Marco Bagni, zu seiner 160-köpfigen Besatzung. So che tutti quanti voi siete molto stanchi. Vi chiedo ancora uno sforzo, ma dovremmo fare anche spazio per altri circa 270 naufraghi. Vi invito a lavorare con calma, con serenità, con la professionalità che avete dimostrato ieri. Sie retten Menschen, die vor Konflikten, Menschenrechtsverletzungen und Armut fliehen. Und wer nach Europa will, muss das Mittelmeer überqueren, weil die europäische Regierung fast alle Landesgrenzen abgeriegelt haben. Viele kommen über Libyen. 500 Kilometer Wasser trennen sie von ihrem Wunsch nach Sicherheit oder einem besseren Leben. Person from Syria or another country, don't take this way. This way very dangerous. Sometimes I feeling I will die. I will die. Yes. Ihre Überfahrt, die mehr als $1,000 pro Person kosten kann, wird von skrupellosen Menschenschmugglern organisiert. Sie werden in undichte Boote gezwängt, oft ohne kundige Besatzung, Rettungswesten, Navigationsinstrumente, Nahrung, Wasser oder gar Schutz vor den Elementen. Überleben ist reine Glückssache. Person in Libya, very disgusting person. They take money from all these people and put in him in sea. Maybe live or die, don't care. If you don't see ship, maybe die, all die. We have children and women on the boat. It's about 200 Syrians, about half children and women. Endlich trockenen Boden unter den Füßen hat Musa, der von der Elfenbeinküste stammt, Asyl beantragt. Er möchte nicht offen vor der Kamera sprechen. Auch er hat in Libyen ein Boot bestiegen. Nous avions déjà signé que nous sommes morts parce que notre bateau était percé, l'eau rentrait. Ça allait des bidons. Nous avions commencé à vider l'eau. An Bord seines brüchigen Gefährts waren 69 Menschen. Drei starben, bevor ein vorbeifahrender Frachter sie retten konnte. Doch die Besatzung wusste nicht, was sie mit den Überlebenden tun sollte.
ils ont décidé de nous ramener en Libye. Nous les avions suppliés et ils nous ont dit dans ce cas, nous sommes entre le Malta et l'Italie. Ils vont appeler ces deux nations. Celle qui va nous accepter, ils vont nous amener. Mais si ces deux nations nous refusent, ils n'auront pas de choix que de nous ramener en Libye. Plus tard, ils sont venus nous dire que l'Italie a donné son accord. Die öffentliche Empörung, die folgte, nachdem im Oktober 2013 etliche Boote mit Flüchtlingen vor der italienischen Insel Lampedusa gesunken und mehr als 500 Menschen ertrunken waren, zwang Italien zu handeln. Kurz darauf rief Italien die Operation Mare Nostrum, unser Meer, ins Leben. Die Kosten für diese Such- und Rettungseinsätze rund um die Uhr belaufen sich auf etwa 300.000 Euro pro Tag. Ad oggi Mare Nostrum è un'operazione che richiede un sacrificio, un impegno estremamente elevato. C'è una continua richiesta di concorso da parte degli altri stati membri dell'Europa, ma soprattutto di altre marine che diano il loro contributo in mare nelle attività di soccorso. Prepararsi ad assumere il ruolo manovra. Prepararsi ad assumere il ruolo manovra. Die Passagiere der Virginio Fasan werden im Hafen von Neapel an der Südküste Italiens von Bord gehen. Während Griechenland, Spanien und Malta einige der Menschen aufgenommen haben, denen die Überfahrt geglückt ist, landet der Großteil hier. Und diese Menschenflut steigt mit alarmierender Geschwindigkeit. Italien möchte, dass die Europäische Union einen größeren Teil der Last mitträgt. Und das ist dringend notwendig. Mit Verweis auf die Kosten hat Italien erklärt, dass die Operation Mare Nostrum womöglich Ende 2014 eingestellt wird. Und dann? Es gibt Pläne, nach denen der EU-Grenzagentur Frontex die Such- und Rettungseinsätze auf See übertragen werden sollen. Doch bestehen Zweifel, ob sie überhaupt in der Lage ist, diese effektiv durchzuführen. Amnesty International fordert, dass alle neue Einsätze mit ausreichenden Mitteln sowie einem Mandat für Patrouillen auf hoher See ausgestattet werden und dass sichere und legale Wege nach Europa geschaffen werden. Die EU-Verantwortlichen müssen ihren gemeinsamen Verantwortungen gerecht werden. Und diese beginnt mit der Rettung von Leben.